Hallo und guten Morgen. Es ist früh am Tag, die Sonne scheint und ich sitze im Auto. Natürlich, wo sonst? Ich bin auf dem Weg ins Münsterland nach Ibbenbüren. Also echt, das ist am Arsch der Welt. Also jetzt bin ich hier schon an Münster vorbei und mein Navi zeigt immer noch 60 Restkilometer an. Also das ist wirklich ganz weit draußen. Da gebe ich heute ein Seminar. Ich weiß noch gar nicht genau, wer oder was mich da erwartet, aber ich denke mal, es glaube ich eine Schule sein. Dann fahre ich von da aus direkt nach Iserlohn. Da mache ich heute im Tattoo-Studio noch ein bisschen was, so bis 19 Uhr ungefähr. Und von da aus fahre ich dann direkt nach Baden-Württemberg. Genauer gesagt fahre ich nach Lahr in den Schwarzwald. Da habe ich nämlich morgen eine Lesung, das heißt, ich werde heute Nacht irgendwann so um Mitternacht oder 1 Uhr sowas ankommen, eben kurz einchecken oder vielmehr sich den Schlüssel unter der Fußmatte wegnehmen, weil bis 10 Uhr ist die Rezeption dann nur besetzt und dann in die Haier, vielleicht vorher noch eben die Lesung aus dem Buch vorbereiten, ein Stündchen oder so und dann geht es Freitagmorgen schon direkt los. Freitagmorgen habe ich da eine Lesung um 8.30 Uhr, die erste Lesung vor etwa 200 Schülern, dann um 11 Uhr nochmal eine Lesung, die gleiche nochmal vor den restlichen 200 Schülern und dann habe ich so ein paar Stunden für mich, die ich wahrscheinlich mit Schlaf nutzen werde, das habe ich dringend nötig und dann werde ich abends um 19 Uhr nochmal eine dritte Lesung am selben Tag machen und zwar für die Lehrer und die Eltern dieser Kinder. Das wird also ein sehr geschäftiger Tag oder ein sehr geschäftiges Wochenende. Das ist Freitag dann. Nach der Lesung werde ich mich wieder ins Hotel begeben, werde dann da nochmal schnell eine Runde ratzen, um dann morgens fit zu sein und wieder zurück in die Heimat zu fahren. Da muss ich dann nämlich noch nach Gladbeck auf eine Feier. Und am Sonntag hat einer meiner besten Freunde Geburtstag. Da gibt es dann auch noch einen Sonntagsbrunch. Das heißt, das Wochenende ist ziemlich verplant, aber es hört sich auch nach sehr viel Spaß und nach sehr viel aufregenden neuen Dingen an. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn ihr Bock habt, begleitet mich. Viel Spaß. Den Straßenverlauf 5 Kilometer folgen. Boah, Alter. Also das ist hier echt am Arsch der Welt. Hier ist nicht mal mehr eine richtige Straße. Und es sind noch 20 Kilometer. Lattbergen. Das hört sich irgendwie an wie in Skandinavien. Alter, was ist denn hier los? Ja, das ist auf jeden Fall mal ein echt heftiger Tag. Auf jeden Fall sehr anstrengend. Ja, ich habe einen kleinen Zeitsprung jetzt natürlich gemacht. Es ist schon sehr spät am Abend mittlerweile. Ich bin ja vorhin auf dem Weg nach Ibbenbüren gewesen. Da habe ich gerade eine Veranstaltung gehabt mit einer Menge Schülern in einer etwas größeren Räumlichkeit, also eine Art Aula. Oder ich glaube, das war die Mensa, glaube ich, wo wir da drin waren. War eine Präventionsveranstaltung. Gewaltprävention war richtig cool. Gute Schüler, gute Fragen, toll vorbereitet. Auch eine total sympathische Lehrerin, die Frau Kaplan, hatte das da organisiert. Fand ich richtig gut, fühlte mich da sehr willkommen und auch gut aufgehoben. Und es ist halt auch immer gut, wenn da Schüler sind, die halt auch was in der Grütze haben und sich ein paar Gedanken machen. Hab da nachher ja noch mit ein paar Schülern draußen gestanden, vor dem Gebäude irgendwie und da noch gequatscht. Das ist eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, dass das halt nicht einfach nur ein Job ist oder so. Und das, für mich ist das sowieso nicht. Und ich finde es halt auch sehr gut, dass das bei den Schülern ähnlich angekommen ist. Wenn man da so ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann in so kurzer Zeit, dann ist das schon richtig geil. Liebe Grüße auch nochmal an die gesamte Schule in Ibbenbüren. Ich habe nämlich gehört, dass ihr meinen Vlog guckt und ihr werdet das Video jetzt wahrscheinlich auch sehen. Hat mir sehr gut gefallen bei euch. Vielleicht bis nächstes Jahr. Ja, ansonsten, wie gesagt, Zeitsprung. Ich bin von da aus dann ins Sauerland gefahren, habe da in Iserlohn im Tattoo-Studio gearbeitet, habe jetzt so gegen 19 Uhr da Feierabend gemacht, sitze jetzt auch schon, was haben wir jetzt, 10 nach 8 ist es, sitze jetzt hier schon eine gewisse Zeit im Auto, habe schon ein paar Kilometer abgerissen, bin jetzt in Höhe so gerade Haiger-Burbach durchgefahren Richtung Frankfurt. Bin auf dem Weg nach Lahr. Das sind von mir aus ungefähr so 450 Kilometer. Ich werde so wahrscheinlich erst so gegen Mitternacht dort ankommen, mit Pausen eingerechnet. Und dann
muss ich noch kurz die Lesung vorbereiten und dann schnell in die Haia im Hotel, schnell pennen gehen halt, weil morgen früh um 8.30 Uhr habe ich die erste Lesung, um 11 Uhr oder um 11.30 Uhr glaube ich dann die zweite Lesung. Dann habe ich ein bisschen Freizeit, da werde ich nochmal kurz wahrscheinlich in der Stadt in Lahm mich umschauen, eine Kleinigkeit essen gehen oder so. Oder mich vielleicht auch ins Bettchen legen, je nachdem wie ich mich dann fühle. Und abends um 19 Uhr oder 19.30 Uhr ist dann die dritte Lesung an dem Tag. Alle Lesungen aus meinem Buch Zurück aus der Hölle, aus meinem ersten Buch, das 2015 im Econ Verlag der Ullstein Buchgruppe erschienen ist. Und da ja halt, wie gesagt, also da werde ich einfach mal nach den drei Lesungen aus dem Buch, was echt ein Kracher werden wird, da ist man dann immer ziemlich geschafft, werde ich mir dann abends noch ein Weinchen trinken mit dem Heiko, das ist der Veranstalter da, richtig cooler Typ, freue ich mich auch schon drauf, den wiederzusehen. Und ja, dann wird es am nächsten Tag, also Samstagmorgen, dann auch direkt wieder nach Hause gehen, dann wieder 500 Kilometer zurück. Also dieses Wochenende wirklich ein ganz schöner Ritt. Ich freue mich aber drauf, wird eine geile Veranstaltung. Heute Morgen war schon eine geile Veranstaltung. Da legen wir dann morgen nochmal eine Schippe drauf. Und ja, wie gesagt, schauen wir einfach mal, wie das wird. Das sage ich auch recht häufig, schauen wir mal. Ist mir auch scheißegal. Ja, wie gesagt, seid dabei, begleitet mich auf der Reise. Und ich werde mich dann gleich erstmal wieder melden. Rastplatz ansteuern wäre jetzt vielleicht mal angesagt. Eine Kleinigkeit essen und einen Kaffee bräuchte ich. Also, bis gleich. Das ist echt eine super schöne Gegend hier. Das glaubt man gar nicht. Tolle Aussicht. Und viel Grün. Nichts anderes vor. Also auf der Kamera sieht man das vielleicht nicht so, aber es ist schon dunkel. Und es ist echt noch eine ganze Ecke. Bitte dem Straßenverlauf 123 Kilometer folgen. Genau das meine ich. Kleines Hotel, kleine Zimmer, das übliche, Dusche, naja, nichts Besonderes, egal, ist auch nur zum Pennen. Oh, mir ist ein bisschen schlecht, ich hatte von der Autofahrt so einen Hunger, bin ich natürlich ins Restaurant zur Goldenen Möwe gefahren, habe mir so ein Maximin geholt, jetzt ist mir schlecht. So, ich werde jetzt noch die Lesung vorbereiten bis morgen, für morgen und dann ab in die Haia. Wir haben jetzt Mitternacht. Hat alles gut hingehauen. Dann sehen wir uns morgen früh. So. Soweit fertig. Jetzt nochmal eben zum Wagen. Dann fahre ich zum Veranstaltungsort, zum Schlachthof in Lahr. Und dann geht es auch gleich schon. Jetzt haben wir 8:15. Um 8:30 geht die erste Lesung los. Schüler werden wahrscheinlich schon ein paar da sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag. Auf geht's. Wie in der Nordstadt.
stellst du dich so irgendwie so ein mit Mikro und. So, jetzt noch ein Käffchen. 20 Minuten geht's los. Prost. Eine schöne Hütte hier, die Veranstaltungshalle. So, heute nicht Bisleyland, sondern heute zurück aus der Hölle. Mein drittes Buch könnte ein Reiseführer werden, glaube ich. Gar keine schlechte Idee. Da ist schon richtig was los draußen. Jo. Die ersten beiden Lesungen. Ich bin noch etwas verpennt. Die ersten beiden Lesungen heute Morgen waren wirklich der absolute Kracher. Ich habe vor ein paar hundert Schülern gelesen und das war richtig gut. Die erste Tour waren 8- und 9-Klässler. Da waren echt eine Menge Mädels dabei, die angefangen haben zu weinen und die eine habe ich nachher noch im Arm gehabt und so und die hat sich bei mir bedankt und so. Das war wirklich echt richtig ergreifend. Eine tolle Reaktion eigentlich. Das ist eigentlich genau das, warum ich das alles mache. Das fühlte sich wirklich sehr gut an. Bei der zweiten Lesung waren es 10-Klässler und Oberstufen und ein paar Leute, die auf dem zweiten Weg nochmal ihren Hauptschulabschluss nachmachen. Und ja, auch das war extrem gewinnbringend. Da waren ein paar Jugendliche, die auch auf einem ähnlichen Weg sind, wie ich früher war. Und die haben sich da wirklich geöffnet und haben mir Sachen erzählt, wo die Betreuer, die dabei waren, daneben standen und echt mit den Ohren geschlackert haben, wollten viele Leute Fotos mit mir machen und alles so Typen, die sonst halt eher so beratungsresistent sind, wie es heißt halt. Das war schon echt eine richtig coole Erfahrung. Nichtsdestotrotz war ich wirklich im Arsch. Ich bin nach der zweiten Lesung dann nochmal kurz mit dem Auto hier nach Offenburg gefahren, so 20 Kilometer weiter. Wollte dann noch was essen, eine Kleinigkeit, habe aber irgendwie auch nichts Gescheites gefunden und dann habe ich mich nochmal kurz hingelegt und bin direkt weggeratzt. Jetzt ist es auch schon zeitig, bin ich zeitig dran. Ich muss jetzt los, habe heute die dritte und letzte Lesung an diesem Tag. Also jetzt wieder zurück zum Schlachthof und dann lese ich für Lehrer, für die Eltern der Kinder, die heute Morgen da waren und hoffentlich noch für ein paar interessierte Leute, die irgendwo mitgekriegt haben, dass das da heute stattfindet. Das wird nicht ganz so stark besucht sein wie die beiden Lesungen heute Morgen, weil die ja mit Voranmeldungen waren und so, aber ich bin einfach mal gespannt und ich habe ja in Köln auch schon mal vor einem einzigen Zuhörer gelesen, dann werde ich das hier auch machen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, jetzt nochmal eben kurz ein bisschen frisch machen und dann geht's los, dann bis gleich. Ach ja, bei den Veranstaltungen filme ich natürlich nicht, dass ihr euch wundert, ich habe da nichts im Schnitt vergessen, sondern aufgrund der Kids heute Morgen irgendwie habe ich natürlich nicht gefilmt und heute Abend bei der Veranstaltung werde ich das auch nicht machen. Ja, ich hoffe, das wird ein schöner Abend. Vielleicht schmeiße ich nachher die Kamera nochmal an, spätestens aber, wenn ich wieder im Hotelzimmer bin und mich hier dann aufs Ohr lege. Morgen früh geht's halt sehr früh wieder los. Ich muss morgen früh knapp 500 Kilometer wieder zurück in die Heimat fahren. Und da muss ich schon einigermaßen fit sein. Deswegen heute Abend werde ich mir sicher nach der Lesung noch ein Bier trinken, auch zwei oder drei. Aber ich sollte es tunlichst vermeiden, auf dem Brustwarzen ins Hotelzimmer zurückzukommen. Oh, jetzt gibt's draußen richtig Regen. Ist aber auch ganz gut so, weil es war nämlich 34 Grad heute hier. Also echt krasses Wetter im Breisgau. Auf geht's. Bis später. Kindern jugendgerechte Landesgabe. Schau, Kaktusse anpflanzen. In eine Linie. Schönen guten Morgen!
Ich mach mal die Fenster zu, Moment, hört man mich auch besser. Yeah, oh, ist das ein geiles Wetter. Und das ist auch eine super Gegend hier. Breisgau ist echt richtig, richtig schön. Schwarzwald, tolle Ecke. Jetzt bin ich hier, Friesenheim fahre ich jetzt durch, Ortenaukreis. Ja, ich bin, wie man sieht, schon wieder auf dem Rückweg. Also ich habe gestern nicht mehr gefilmt bei den Veranstaltungen. Wie gesagt, war das nicht so gut möglich. Ich habe gestern die letzte Lesung dann, also 3 Stück insgesamt, morgens ja 2. Und abends dann nochmal vor nicht ganz so vielen Leuten, da waren so um die 20 Leute vielleicht da. Das war aber trotzdem vollkommen okay. Ich meine, es waren 34 Grad an einem Freitagabend. Wer da zu einer Lesung kommt, wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich wahrscheinlich auch woanders gewesen. Aber es war trotzdem eine richtig gute Nummer. Wir haben danach bestimmt noch eine Dreiviertelstunde draußen gestanden vor dem Schlachthof. Das war der Ort, wo ich gelesen habe. Und haben da nochmal diskutiert über ja, Gewaltprävention, Strafen, das Rechtssystem, vielleicht auch über grundlegende Dinge halt. Und das war sehr interessant, weil da eine Menge Meinungen zusammenkamen. Es war eine Betreuerin aus einem Internat da mit 4 ihrer Schülerinnen, die zu meiner Lesung wollten und die Vergleiche gezogen haben von ihrem Internat zum Gefängnis, was dann allerdings nachher nicht ganz deckungsgleich war. Aber es war halt super interessant, diese verschiedenen Meinungen zu hören und halt diese extrem positive Rückmeldung auf die Lesung selbst halt auch. Ich bin des Öfteren gefragt worden gestern, auch von den ersten Gruppen, wo ich gelesen habe, warum ich so weit fahren würde, um aus diesem Buch zu lesen und dann halt für Schulen und jetzt halt nicht für irgendwie großes Publikum mit viel Geld und so. Und das ist genau das, was ich halt meine. Das Buch Zurück aus der Hölle ist halt auch meine Lebensgeschichte und da geht es nicht primär darum, Geld damit zu verdienen, ganz im Gegenteil, vieles davon spende ich ja eh, sondern es geht einfach darum, halt diese Geschichte zu erzählen, weil ich sie für erzählenswert halte. Es ist ein Aufzeigen einer Gewaltkarriere. Es ist auch Leute aus der Komfortzone rauszuholen, irgendwie allein schon durch die Art der Sprache, die ich benutze. Ich habe das Buch so geschrieben, wie ich auch spreche, nämlich derb und direkt. Und ich versuche da nicht irgendwas schön zu reden oder tolle Begriffe zu finden oder sowas, sondern wenn da halt Scheiße, Pisse und Wichse drin vorkommt, dann sage ich das auch so. Und genauso lese ich das auch vor. In manchen Lesungen sagen Lehrer dann oft so, ja, und ob sich das meinen Schülern zumuten kann. Naja, also ich antworte meistens darauf, dass die Schüler wahrscheinlich auf ihrem Handy mehr Rotz haben, als ich jemals in ein Buch pressen könnte. Und ich glaube, da liege ich auch meistens ganz richtig. Die Schüler sind da wenig beeindruckt von so einer offenen Sprache, sondern eher erfreut. Und ich glaube, dass das einzige Problem, was die meisten Leute haben, sind halt dann die Lehrpersonen selbst oder so. Aber wie gesagt, davon ganz ab. Ich finde diese Geschichte erzählenswert. Ich möchte Leute aus der Komfortzone rausholen und ihnen zeigen, das kann passieren und es muss nicht eine Klischeefamilie sein, in der du einen besoffenen Alkoholikervater hast, der die Kinder durch die Bude prügelt und dann entwickelt der sich auf einmal in die falsche Richtung, sondern die Botschaft, die ich gestern den Kindern und Jugendlichen, die da auf der Lesung waren, mitgegeben habe, war eigentlich die einzige Freiheit. Die wirkliche, einzige wirkliche Freiheit, die ihr im Leben habt, ist die Entscheidungen zu treffen. Also trefft die richtigen Entscheidungen. Im Endeffekt ist jeder für sich selbst verantwortlich und es gibt natürlich Nährboden, der Sachen vielleicht beschleunigt oder begünstigt irgendwie, wie zum Beispiel ein schlechter Familienhintergrund oder ein geringer Bildungsstand oder so. Aber im Endeffekt hat jeder die Möglichkeit, bei jeder Aktion, die er in seinem Leben macht, Ja oder Nein zu sagen. Und ich habe bei den falschen Aktionen einfach Ja gesagt, obwohl ich Nein hätte sagen sollen. Und da kann ich niemandem die Schuld für geben und sagen, ja, irgendwie meine Mama hat mich nicht lieb gehabt oder ich bin irgendwie da nicht richtig aufgewachsen oder ich hatte den falschen Umgang oder so. Das sind die Dinger, die man immer wieder im Gefängnis von diesen Idioten hört, die irgendwie sagen, ah, eigentlich bin ich unschuldig hier, ich hatte nur einen scheiß Anwalt oder rein rechtlich gehörte mir das Auto gar nicht und was man da so für Sachen hört. Auch oft so Formulierungen wie, das ist so passiert. Ja, es passiert nicht einfach irgendwas. Entweder du sagst Ja oder du sagst Nein zu etwas. Und ich habe, glaube ich, gestern bei den Schülern und bei den Jugendlichen und Kindern dort die Message ganz gut rübergebracht, irgendwie, dass man dafür selbstverantwortlich ist und dass man, wenn man Mist baut, dass es vielleicht schon schlecht genug ist, aber wenn man daraus nicht lernt und dann weitermacht irgendwie, dann ist es halt ja, der Untergang. Und da waren eine Menge Kids, die gestern mit mir gesprochen haben, die auf einem ähnlichen Weg sind, wie ich früher war. Und die mir auch ganz offen geschildert haben, pass auf, ich kiff jeden Tag, ich ziehe Leute ab, ich habe gerade eine Anzeige am Laufen, weil ich jemanden mit einem Messer in die Hand geschnitten habe bei einer Schlägerei und der eine wegen bewaffnetem Raubüberfall irgendwie 16 Jahre alt halt, ey, ich meine, was geht, so, das sind keine Kavaliersdelikte und das ist auch nichts, wo man sagen kann, naja, der Junge, der
ist eine Phase, der springt da gerade aus dem Ruder. Nee, das ist der Anfang einer langen Karriere, wo keiner hingucken möchte. Und der Jugendliche selbst wahrscheinlich als allerletztes, weil in dem Alter denkt man sowieso, fick alles und ich mache sowieso das Richtige. Ich finde es unheimlich wichtig, Leuten zu zeigen, dass es Perspektiven gibt. Das sind Kids teilweise, die sich aufgegeben haben, die denken, ich bin sowieso der Loser, ich kriege keine Ausbildung, ich bin Hauptschüler oder was auch immer. Die Leute halten mich für einen Assi, für einen Arschloch. Eigentlich haben die sich mit der Position, die sie gerade in der Gesellschaft haben, auch abgefunden und glauben auch, dass das ihr ganzes Leben so weitergeht. Und bei Perspektivenlosigkeit entsteht halt oft dieser Hang zu Gewalt oder zu Konfliktlösungen, die halt nicht so besonders optimal sind. Wenn die aber jemanden sehen, der so wie ich halt auch schon mal an einem Punkt gewesen ist, an dem sie jetzt gerade sind, und dann auf einmal da sitzt von einem Publikum und aus einem Buch liest, aus seiner eigenen Lebensgeschichte liest und das Ganze zu was Positivem gedreht hat, wie auch immer man das sehen möchte, dann ist das, glaube ich, für viele Schüler und für Schülerinnen, die da gestern anwesend waren, auch ein Zeichen, das Leben ist hier noch nicht zu Ende. Ja, ich bin jetzt vielleicht 16 und glaube, ich wäre der Nabel der Welt, aber in 20 Jahren lache ich mich wahrscheinlich tot über die Scheiße, die ich jetzt als Problem bezeichnet habe. Und genau das ist es eigentlich. Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Das ist eigentlich das, worum es geht im Leben. Jetzt bin ich sehr philosophisch geworden, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, diese drei Lesungen an einem Tag, die haben mich auch ein bisschen gefordert. Und ich bin jetzt an einem Punkt gewesen, wo ich selber auch nochmal nachgedacht habe. So, wie ist das eigentlich alles gewesen bei mir? Und wie ist es jetzt? Wo will ich hin? Bin ich mit allem glücklich, so wie es ist? Und das ist sehr hilfreich gewesen. Der Tag hier in La hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat Denkanstöße gegeben. Und jetzt werde ich nochmal 500 Kilometer zurück nach Hause ballern mit dem mit diesem wunderschönen Wagen hier und werde dabei die Landschaft genießen, durch den tollen Schwarzwald fahren und mich aufs Zuhause freuen. Ich hoffe, euch hat der Vlog einigermaßen Spaß bereitet. Ihr habt ein bisschen was gesehen von Deutschland, hauptsächlich Autocockpits und Autobahn. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin haltet die Ohren steif. Macht's gut. Tschüss. Echt spitze. Jetzt bin ich wirklich knapp 500 Kilometer an einem Stück durchgeknallt, ohne irgendeine Störung. Freie Bahn, schönes Wetter, sonnig. 100 Meter vor der Ausfahrt zu meinem Zuhause wird die Autobahn gesperrt und ich stehe hier, weil eine Brücke gesprengt wird. Das kann nicht wahr sein. Wäre ich 5 Minuten schneller gewesen, dann wäre ich jetzt bestimmt schon seit einer Stunde zu Hause. Aber so ist das halt. Ich warte jetzt noch mal eben die nächsten Minuten ab und dann geht es hoffentlich weiter. Sagten jedenfalls die Herren von der Polizei. Ich bin gespannt. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, stehen zwei Autos hinter mir, zwei junge Bengel, die hören einen Song, der heißt Chill mal dein Leben. Und ich glaub mir, es könnte schlimmer nicht sein. Endlich geht's weiter. Da vorne kann man auch tatsächlich schon einen Teil von der gesprengten Brücke sehen. Ist ja echt abgefahren. Ja, hier qualmt es noch. Kann man jetzt nicht so gut sehen wahrscheinlich. Hier auf der anderen Seite kann man noch ganz gut sehen. Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Alter, das ist echt krass. Ja, so ist das.